Herzlich willkommen zum Vormond im Stier, der am 12.11.2019 auf 19 Grad Stier stattfindet. Liebe Leute, das ist ein außergewöhnlich harmonisch aspektierter Vollmond. Bei einem Vollmond befinden sich ja Sonne und Mond immer in Opposition zueinander. Wir haben hier die Sonne in Konjunktion zum rückläufigen Merkur im Skorpion und den Mond im gegenüberliegenden Stier. Die Sonne im Skorpion, Merkur im Skorpion und der Mond im Stier befinden sich hier in Harmonie zu Pluto, zu Saturn im Steinbock, zu Lilith und zu Neptun in den Fischen. Und der Mond im Stier befindet sich auch in Harmonie zum aufsteigenden Mondknoten im Krebs und zu Jupiter im Schützen. Zudem bildet der Mond im Stier eine exakte Konjunktion zu Vesta im Stier. Vesta ist die Göttin des Herdes und der heiligen Flamme. Bei Vesta geht es um Fokus, um Hingabe an etwas, an das man wirklich glaubt, wozu man sich verpflichtet hat. Bei Vesta geht es um die Konzentration und halt, dass man hier manchmal auf etwas verzichten muss, zugunsten dessen, wozu man sich halt verpflichtet hat. Und das ist natürlich öfter mal der Fall, also alle von uns kennen das, wenn wir zur Arbeit gehen, müssen wir auf Freizeit verzichten. Wenn wir in einer Beziehung treu sein wollen, müssen wir auf Sex oder Flirts mit anderen verzichten. Wenn wir abnehmen wollen, müssen wir auf das Essen verzichten. Also sprich, jeder von uns kennt das in den unterschiedlichsten Lebenssituationen, dass wenn wir das eine wollen, wir oft auf etwas anderes verzichten müssen. Da es im Stier um unsere Werte geht, also um das, was wir als besonders kostbar und wertvoll erachten, geht es mit diesem Vollmond in Konjunktion zu Vesta für uns nun darum, uns wirklich auf tiefster Ebene bewusst zu machen, was uns denn am meisten wert ist im Leben. Der Stier wird von Venus beherrscht. Venus symbolisiert unsere Werte. Venus symbolisiert auch unseren Selbstwert, unsere Selbstachtung, unsere Selbstliebe. Venus symbolisiert auch die Liebe, die wir mit anderen Menschen teilen. Venus symbolisiert das oder denjenigen, wen wir begehren, also was wir begehren. Venus symbolisiert das, was wir als wertvoll erachten, seien es materielle Dinge oder auch immaterielle Dinge. Also meinetwegen auch unsere Zeit kann uns ja heilig sein. Im Grunde genommen ist Zeit das Kostbarste, was jeder Mensch besitzt im Leben. Denn ohne Zeit, wenn wir nur einen Monat zu leben hätten, ja, dann würde alles andere in den Hintergrund rücken. Ja, und dann würden wir natürlich einen vollkommen anderen Fokus bekommen auf das, was uns wirklich etwas wert ist. Und genau das möchte uns der Vollmond im Stier noch dazu in exakter Konjunktion zu Vesta im Stier hier wirklich auf tiefster Ebene bewusst machen. Also was ist denn das Kostbarste für uns auf der Welt oder wer ist vielleicht das Wertvollste für uns? Der Vollmond ist, wie gesagt, ungewöhnlich harmonisch aspektiert. Es gibt hier jedoch einen Haken, und zwar Venus, die nicht nur die Herrscherin des Stiers, sondern damit auch die Herrscherin von dem Vollmond im Stier ist, befindet sich hier im Schützen, im Spannungsaspekt zu Neptun in den Fischen. Und
trotz der ganzen anderen harmonischen Aspekte, die dieser Vormond bildet, ist es halt mit dem Spannungsaspekt zwischen Venus und Neptun nun wirklich von größter Wichtigkeit, dass wir halt wirklich bewusst mit unseren persönlichen Ressourcen, um die es bei Venus geht, umgehen. Ja? Und dass wir uns ganz bewusst sind darüber, wie gehen wir mit unserer Liebe um, wie gehen wir mit unserem Körper um, wie gehen wir mit unserem Geld um, wie gehen wir mit unserem Vertrauen um. Also je nachdem, Werte sind natürlich sehr individuell und darum geht es auch im Stier, denn im Stier geht es um unsere ganz persönlichen individuellen Werte, während es im gegenüberliegenden Skorpion um die Werte von anderen geht und auch um die gemeinsamen Werte. Ja? Und von daher ist es hier natürlich ganz besonders wichtig abzuwägen, wann müssen wir hier wirklich stur bleiben und stur an unseren persönlichen Werten festhalten, denn der Stier ist das sturste, das ausdauerndste und das beharrlichste Zeichen des Zodiacs. Und wann müssen wir uns aber auch auf bestimmte Werte mit anderen einigen oder auch unsere persönlichen Werte etwas zurückstellen und uns hier an Werten von anderen anpassen. Und auch das kennt jeder von uns, also meinetwegen eine Mutter von drei Kindern, die morgens gerne länger ausschlafen würde, im Bett bleiben würde, nicht so gerne aufstehen würde und Frühstück für die Kinder machen würde, muss hier natürlich das, was sie gerne haben würde, in dem Moment zurückstellen und muss sich dann auf das beziehen, was halt für die Kinder das Beste ist. Oder jeder von uns, der arbeitet, kennt das, dass wir natürlich, wenn wir arbeiten und dafür bezahlt werden, natürlich auch nicht mitten in der Arbeit aufhören können und sagen können, ja, also jetzt mache ich was anderes oder ich habe keine Lust mehr. Ja? Also von daher, dadurch, dass ein Vollmond uns immer darin unterstützen möchte, ein Gleichgewicht, eine Balance herzustellen und dadurch, dass es hier einerseits um das geht, was wir persönlich auf einer individuellen Ebene nur für uns selbst ganz besonders wertschätzen und für kostbar erachten und auf der anderen Ebene beziehungsweise auf der anderen Seite im Skorpion es darum geht, was andere halt sich von uns wünschen, was andere für Bedürfnisse haben, was andere als wertvoll erachten, geht es bei einem Vollmond auf der Achse Stier-Skorpion nun darum abzuwägen, wann muss ich hier wirklich auf das achten, was mir ganz persönlich am Herzen liegt, was mir wichtig ist, ungeachtet dessen, was andere davon denken. Und wann ist es hier wichtig, mich selbst mal zurückzunehmen, meine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, sei es als Mutter von drei Kindern oder sei es in einer beruflichen Situation oder natürlich auch in einer Liebesbeziehung oder in einer Freundschaft. Und wo man hier dann die eigenen Bedürfnisse mal zurücknehmen muss und sich halt mehr auf die Bedürfnisse von anderen einstellen muss. Also meinetwegen, eine gute Freundin bittet uns, ihr beim Umzug zu helfen. Und wir haben aber an dem Tag überhaupt keine Lust, irgendwie früh aufzustehen und damit anzupacken. Wenn das aber eine gute Freundin von uns ist und wenn diese Freundin uns auch oft hilft, dann werden wir höchstwahrscheinlich, wenn wir selbst eine gute Freundin sein wollen, halt aufstehen und der Freundin beim Umzug helfen. Wenn uns hingegen jemand fragt, ob wir ihm helfen oder ihm einen Gefallen tun, der
seinerseits oder die ihrerseits halt für uns nichts tut und für uns ihre Bedürfnisse nicht zurückstellen würde, dann sollten wir uns fragen, ja, ist es mir die Sache wirklich wert? Will ich hier? Bei Venus geht es darum, was wir investieren. Und auch wenn sich das im Zusammenhang mit Beziehungen etwas technisch anhört, eine Investition, geht es hier letztlich um eine Investition. Also dann, in so einem Fall, sollten wir uns halt fragen, ob wir dann nicht lieber hier ablehnen und Nein sagen oder ob wir halt dieser Person nochmal eine Chance geben und meinen, naja, obwohl ich in der Vergangenheit die Erfahrung mit diesem Menschen gemacht habe, dass dieser Mensch mir nicht geholfen hat, will ich es nochmal versuchen. Ja, dadurch, dass Merkur, der Kommunikationsplanet, hier auch ganz direkt an diesem Vollmond beteiligt ist, geht es nun auch darum, die Dinge klar anzusprechen. Dadurch, dass Merkur sich hier im Skorpion befindet, geht es auch darum, Themen anzusprechen, über die wir normalerweise vielleicht nicht so gerne sprechen oder die uns vielleicht bisher auch nicht wirklich bewusst waren, denn im Skorpion geht es oft um sehr unbewusste Vorgänge. Im Stier geht es, wie gesagt, um unsere Selbstliebe. Und in dieser New Age-Szene hört man sehr oft solche Sätze wie "Liebe dich selbst, dann lieben dich auch alle anderen." Du musst erst mal lernen, dich selbst zu lieben, dann wird auch dein Partner dich lieben. Das ist so in der Form leider falsch. Also, und die meisten von uns werden dahingehend, denke ich, auch schon ihre Erfahrungen gemacht haben. Also ich habe es im beruflichen Bereich allzu oft gehört und auch im privaten Bereich habe ich es oft mitbekommen oder natürlich auch am eigenen Leibe erfahren. Selbstliebe ist einer der häufigsten Streitpunkte in unseren Beziehungen. Ja, denn in dem Moment, wo wir halt wirklich für uns etwas tun, nach unseren Werten handeln und auch auf unsere Werte bestehen, wird eine Beziehung geprüft, ja, denn es gibt halt nun mal Beziehungen, die auf wackeligen Boden aufgebaut sind und die halt nicht unbedingt auf gegenseitigem Wohlwollen basieren. Und natürlich, solange man alles so macht, wie andere es sich wünschen, ist man natürlich immer die oder der Tolle und da ist man natürlich bei jedermann beliebt, ja. Aber sobald wir halt etwas tun, was halt für uns persönlich das Richtige ist, kann es durchaus sein, dass bestimmte Menschen damit überhaupt nicht einverstanden sind, ja. Von daher ist Selbstliebe halt auch immer ein sehr gutes Barometer sozusagen für den Zustand einer Beziehung und auch für die Substanz, die eine Beziehung hat und worauf eine Beziehung wirklich gründet, ja, denn jemand, der uns wohlgesonnen ist, der wird uns natürlich auch in unserer Selbstliebe unterstützen. Also, wenn wir halt auf das Beispiel mit der Freundin und den Umzug zurückkommen, ja, dann wird uns die Freundin halt fragen, ob wir ihr beim Umzug helfen. Wenn wir aber an dem Tag vielleicht schon etwas ganz Tolles geplant haben, ja, und das, was wir geplant haben, uns wesentlich wichtiger ist oder zumindest sehr stark am Herzen liegt, wird diese Freundin uns es auch nicht übel nehmen, wenn wir ihr nicht beim Umzug helfen.
Aber wie vorher schon erwähnt, wenn wir natürlich dann bei jeder Gelegenheit Nein sagen, ach nö, dazu habe ich keine Lust und nö, dazu auch nicht, die Freundin uns aber ihrerseits immer wieder entgegenkommt, immer wieder unterstützt, immer wieder hilft, ja, dann ist es halt hier eher eine Frage, inwieweit es sich hier um wirkliche Selbstliebe bei uns handelt oder eher um Egoismus. Denn allzu oft wird Selbstliebe mit Egoismus verwechselt. Von daher möchte dieser Vollmond auf der Achse Stier-Skorpion uns nun auch darin unterstützen, bei uns selbst, bei anderen, innerhalb von unseren Beziehungen zu erkennen, wann handelt es sich hier um wirkliche Selbstliebe und wann ist jemand einfach nur egoistisch, ja, oder beweist halt auch, dass er oder sie halt kein guter Freund ist. Im Stier, im ersten Erdzeichen des Zodiacs, geht es auch um Mutter Erde, um den Kontakt zur Erde. Hier geht es darum, wirklich mit der Erde verbunden zu sein, im ganz tatsächlichen Sinne, also die Natur genießen, gute Ernährung, sich an der Schönheit der Natur zu erfreuen, aber halt auch im übertragenen Sinne, im Sinne von wie geerdet sind wir, ja? Und dadurch, dass Venus sich hier zum Vollmond im Schützen, in einem Feuerzeichen, in Spannung zu Neptun, in den Fischen, in einem Wasserzeichen befindet, kommt es bei diesem Vollmond auch sehr viel auf unsere Erdung an. Also, dass wir hier nicht mit dem Kopf in den Wolken schweben, dass wir hier nicht allzu leicht beeindruckbar sind, dass wir uns hier nicht in ein Wunschbild verlieben oder einem Traumbild hinterherjagen, dass wir uns hier nicht allzu sehr in unseren Werten von anderen beeinflussen lassen und dass wir hier wirklich mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen bleiben, worum es im Erdzeichen Stier geht. Wenn wir das beherzigen, dann können wir hier die positiven Seiten des Spannungsaspekts zwischen Venus im Schützen und Neptun in den Fischen erleben, die da wären eine große Inspiration, außergewöhnliche spirituelle Einsichten oder aber auch besondere spirituelle Erlebnisse, die man hat, eine ganz außergewöhnliche Liebe, Vergebung, verzeihen können und dergleichen. Das wären dann die positiven Seiten, die hier bei diesem Spannungsaspekt zum Tragen kommen können. Aber um in den Genuss dieser positiven Seiten kommen zu können, müssen wir hier halt wirklich auch realistisch sein, worum es in den Erdzeichen geht. Liebe Leute, wie immer könnt ihr euch gerne von mir persönlich beraten lassen. Ich führe Sitzungen via Skype oder auch telefonische Sitzungen durch. Ich erstelle Aufnahmen zu Geburtshoroskopen, zu Partnerschaftshoroskopen, zu Kinderhoroskopen, zu eurer persönlichen Zeitqualität, also eine Prognose. Ich arbeite mit Tarot und mit der Numerologie. Ihr könnt euch gerne auf meiner Website umschauen und euch dort über meine Arbeit informieren. Ihr könnt auch gerne immer wieder auf meinem Blog vorbeischauen, auf dem ich mich dann zwischendurch immer wieder in schriftlicher Form melde und auf dem ich halt auch einen Text zum Vollmond im Stier gepostet habe, in dem ich dann bestimmte Aspekte dieses Vollmondes nochmal differenzierter beschreibe. Und wie immer freue ich mich auch sehr über eure Spenden für meinen YouTube-Kanal und bedanke mich ganz herzlich bei denjenigen von euch, die gespendet haben. Also, einen wundervollen Vollmond im Stier. Bis bald, ciao.